So Leute, ich habe nochmal Standard Showdown, weil das letzte Standard Showdown mich so enttäuscht hat, mache ich direkt das nächste auf. Und ich möchte es direkt auch schon wieder schließen. Oh Mann, warum tut mir dieses Set das so an? Regal Caracal, 5-Mana-3-3, andere Katzen, die ihr kontrolliert, kam +1/+1 und Lifelink. Und wenn ihr ins Spiel bekommt, kriegt man 2 Katzen. Nein. Amulett of Safekeeping, 2-Mana-Artefakt. Und immer wenn man selber das Ziel von der Zauber der Fähigkeiten wird, muss der Beherrscher 1 Mana bezahlen. Und Kreaturen-Tokens kriegen -1/-0. Nein. Eine Island. Okay. Oh, Sorcerer Spyglass sind voll. Hübsch. Hübsch. 2 Mana. Wenn es ins Spiel kommt, darf man die Hand vom Gegner ansehen. Und danach sagt man irgendeinen Kartennamen. Und aktivierte Fähigkeiten aus Quellen, die diesen Namen haben, können nicht mehr aktiviert werden. Das sind Mana Abilities. Das bedeutet, man kann damit Fetchländer ansagen, man kann damit Planeswalker ansagen. Das ist eine coole Karte. Vor allem mit Foil, vor allem mit dem Artwork. Das andere neuere Artwork aus. Ich weiß gar nicht, wo das neue Artwork her ist. Ich finde das so hässlich. Mit diesem komischen blauen Ding da drauf. Nee, das in Foil ist schon echt hübsch. Ja, das war okay. Also, Dankeschön dafür. Das heißt, ich kann jetzt aufhören, diese komischen Standard-Showdown-Dinger zu holen. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.